Vor einiger Zeit ist Callisto-Protokoll rausgekommen und seien wir ehrlich, es ist Dead Space. Ja, okay, es spielt in einem Gefängnis und dieser Typ ist nicht Isaac und ja, es gibt auch Mutationen, aber ansonsten ist das Dead Space. Deswegen war für mich auch die Ankündigung zu Callisto-Protokoll ziemlich egal. Ich habe mich ab Sekunde 1 gefragt, warum gibt es dieses Spiel? Es ist von den gleichen Entwicklern, es hat die gleiche Art des Horrors, es sieht gleich aus. Und nur einen Monat später ist dann auch noch das Remake von Dead Space rausgekommen. Ich verstehe das nicht. Irgendwie sind heute alle Spiele gleich. Aber manche sind gleicher. Remakes, Remaster, Reboots, Sequels, sie alle dominieren die Games-Landschaft. Und nicht nur sie. Viele der Blockbuster, die jedes Jahr rauskommen, sind sich extrem ähnlich. Ich kann diese ganzen Trailer-Shows nicht mehr sehen. Ich meine, könnt ihr irgendwas von diesen Spielen auseinanderhalten? Sieht irgendwas davon neu aus? Es gibt Momente, in denen ich denke, dass ich die Lust an Gaming verliere. Weil alles so aussieht, als hätte ich es schon mal gespielt. Es fühlt sich heute ein bisschen an, wie in einer Zeitschleife festzustecken. Als würde es neue Spiele nicht mehr geben. Als würde sich alles nur noch wiederholen. Technisch können wir heute alles machen, aber das, was am Ende rauskommt, hat trotzdem die gleiche Formel. Wie Skyrim aber im Weltall, wie Elden Ring aber mit Lichtschwertern, wie Left 4 Dead aber mit Vampiren, wie jedes verdammte Ubisoft-Spiel aber mit einem anderen Skin. Oder noch ein Beispiel. Vor einiger Zeit ist Callisto-Protokoll rausgekommen und seien wir ehrlich, es ist Dead Space. Ja, okay, es spielt in einem Gefängnis und... Wie brechen wir aus dieser Zeitschleife aus? Ich spiele die meiste Zeit allein. Ich mag Online-Games, aber ich verliere meistens noch vor dem Endgame so richtig die Lust und suche mir dann was anderes. Deswegen war World of Warcraft für mich ein Spiel von vielen. Ich habe gute Erinnerungen an meinen untoten Hexenmeister, aber ich bin auch schnell weitergezogen. Andere sind geblieben in Azeroth, teilweise bis heute. WoW ist der Prototyp eines MMORPGs. Und dabei hat WoW das Genre nicht erfunden, sondern vor allem weiterentwickelt. Das Spiel hatte schon zu Release einen Feinschliff, den man aus dem Genre einfach so nicht kannte. Und mit jeder Erweiterung wurde diese Formel immer weiter ausgebaut. Mehr Gebiete, mehr Quests, mehr Items, mehr Raids. Einfach mehr von allem. Noch immer ist WoW der König unter den MMOs. Kein Spiel in diesem Genre hat es bisher geschafft, so viele SpielerInnen in seinen Bann zu ziehen. Seit 18 Jahren steht die Frage im Raum. Wann wird WoW vom Thron gestoßen? Wer wird der WoW-Killer, der MMO-Messias? So richtig hat niemand mehr damit gerechnet. Aber im August 2019, da haben wir eine Antwort bekommen. Der ultimative WoW-Killer ist... WoW Classic? Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber eigentlich macht das total Sinn. Es gibt wenige Gefühle, die stärker sind als Nostalgie. Denn wir alle sehnen uns irgendwann mal zurück an die gute alte Zeit. Und WoW Classic erfüllt genau diesen Wunsch nach Nostalgie richtig gut. So gut sogar, dass Blizzard auch noch einen draufgesetzt hat und vorletztes Jahr die erste Erweiterung rausgebracht hat und letztes Jahr noch eine. Und was passiert eigentlich, wenn alle Erweiterungen durch sind? Wer wird dann WoW Classic vom Thron stoßen und zum WoW Killer? Killer. In dem Fall wird das wahrscheinlich nicht passieren. Aber ganz dumm wäre die Idee für Unternehmen auch nicht. Die Musikindustrie macht es vor. Recycling ist ein fettes Geschäft. Und zwar deshalb, weil Nostalgie funktioniert. Bei mir auch. Ich freue mich, wenn Resi 4 ein Remake bekommt. Ich schaue mir die Release-Listen für 2023 an und bleibe hängen bei den Sachen, die ich schon kenne. Das Problem ist, dass Nostalgie zu gut funktioniert. Etwas anderes lohnt sich fast schon nicht mehr. Remakes und Remaster haben sich oft lange Zeit gelassen. Heute wird die Zeitspanne, nach der alte Spiele neu aufgelegt werden, immer kürzer. Ein gutes Beispiel ist The Last of Us. Vom PS3-Spiel zum PS4-Remaster zum PS5-Remake in nur knapp 10 Jahren. Und an sich ist an Nostalgie ja auch nichts verkehrt, aber was, wenn Nostalgie der Grund ist, dass wir immer mehr in dieser Zeitschleife festhängen? Was, wenn wir so sehr auf Altes fokussiert sind, dass dadurch neue Spiele auf der Strecke bleiben? Was, wenn wir so sehr den Blick für die Zukunft verlieren, dass wir nur noch das ausschlachten, was es schon gab? Was, wenn das Zeitfenster, in dem wir alte Klassiker auflegen,
immer kleiner wird. So klein, dass es sich irgendwann schließt und alles stehen bleibt. Und die Zeit sich nicht mehr nach vorne, sondern nur noch rückwärts bewegt. Es ist ein verschneiter Wintertag. Ein Mann fährt mit seinem Auto durch den Schnee nach Hause. Als sein Wagen an einen Hang kommt, bleibt er unerwartet stehen. Seine Reifen finden nicht mehr genug Halt, um weiterzukommen. Der Schnee ist zu tief. Wie aus dem Nichts erscheint eine Gruppe von Menschen. Sie helfen ihm, den Hügel hochzukommen, und noch bevor er sich versieht, ist er wieder auf dem Heimweg. Als er so nach Hause fährt, denkt er über die Situation nach. Er hätte sich gerne bedankt, aber er konnte nicht. Anzuhalten hätte bedeutet, dass er wieder stecken bleibt. Seine unbekannten Helfer so schnell verschwunden, wie sie aufgetaucht sind. Was, wenn sie sich unter anderen Umständen begegnet wären? Wären sie Freunde geworden? Oder Feinde? Der Mann in dieser Geschichte ist Hidetaka Miyazaki, der kreative Kopf hinter From Software. Diese Geschichte ist einer der Gründe, warum das Studio heute so erfolgreich ist. Denn sie war die Inspiration für den Multiplayer, der heute in fast allen Spielen von From Software eine zentrale Rolle einnimmt. Als Miyazaki die Verantwortung für Demon's Souls bekommt, gilt das Spiel schon vor Release als Misserfolg. Also kann er machen, was er will, und schafft dabei ein Multiplayer-Erlebnis, das so anders ist. Es gibt keinen Ingame-Chat, keine Lobby, kein Menü, über das man in ein laufendes Spiel einsteigen kann. Stattdessen ist jede Begegnung flüchtig. Wir können Nachrichten hinterlassen, wir können uns irgendwie versuchen, mit Händen und Füßen zu unterhalten, aber wir spielen immer nur für kurze Zeit mit anderen. Um ihnen zu helfen oder auch nicht. Miyazaki ist einer der wenigen kreativen Köpfe in der Games-Branche, die es noch regelmäßig schaffen, mit neuen Ideen zu überraschen. Das hat viele Gründe. Ich glaube aber, dass einer der wichtigsten ist, dass Miyazaki sich traut, Dinge bewusst anders zu machen. Genau das macht seine Spiele am Ende auch so besonders. Und das sehe nicht nur ich so. Aus dieser Spielreihe ist mittlerweile ein ganzes Genre hervorgegangen. Souls-likes. Was sie auszeichnet ist, dass sie alle wie Dark Souls sind, aber mit einem Twist. Mit Schusswaffen, im feudalen Japan, mit Lichtschwertern, als 2D-Plattformer, mit einer obdachlosen Katze. Man kann es nicht anders sagen, aber das Genre ist heute komplett überlaufen. Das war nicht immer so. Wie Dark Souls war lange ein Qualitätsversprechen. Heute ist es ein Meme. Es gibt so viele Souls-likes mit einem ähnlichen Kampfsystem, einem ähnlich hohen Schwierigkeitsgrad oder einem ähnlichen Level-Design. Aber kaum eins kommt ans Original heran. Und das ist auch kein Wunder. Denn oft definieren sich diese Spiele vor allem über ihre Gemeinsamkeiten statt über ihre Unterschiede. Ein Beispiel für ein Souls-like, das andere Wege geht, ist Sekiro. Ich finde es so spannend, dass gerade Miyazaki es schafft, seine eigene Formel immer wieder neu zu denken, während andere es nicht tun. Sekiro stellt das komplette Kampfsystem der Souls-Reihe auf den Kopf und erfindet sich damit ein Stück weit neu. Viele andere Souls-Likes schaffen das nicht. Oder vielleicht wollen sie es auch gar nicht. Denn das Kopieren von Spielelementen ist mittlerweile eine ganz bewusste Strategie. Eine Strategie, die erfolgreich ist. Aus demselben Grund gibt es überall Crafting-Systeme, auflevelbare Waffen, Fetch-Quests. Kopieren funktioniert. Es ist günstig und es verkauft sich. Und das ist heute wichtiger denn je. Games sind ein riesiger Markt, der mittlerweile umsatzstärkste Unterhaltungsmarkt der Welt. Die Kommerzialisierung hat Gaming auf der ganzen Welt groß gemacht. Allein in Deutschland spielen über die Hälfte der Menschen Videospiele. Und ich freue mich über diese Entwicklung. Aus Gaming ist eine vielfältige Kultur erwachsen. Spielejournalisten, Podcaster, Streamer, YouTuber, sie alle sorgen dafür, dass an jedem einzelnen Tag mehr Games-Content entsteht, als ich in meinem gesamten Leben jemals konsumieren könnte. Kommerz ist der Gamesmarkt aber schon seit den 80ern, denn da wollte wirklich jeder sein Stück vom Kuchen haben. Konsolen schossen einer nach dem anderen aus dem Boden, der Markt wurde regelrecht überflutet mit schlechten Spielen, die am Ende zum Teil in der Wüste vergraben werden mussten, weil sie niemand haben wollte. Der Videogame-Crash von 1983 war auch das Ergebnis eines übersättigten Marktes und extremer Profitgier. Seitdem hat sich die Branche weiterentwickelt. Es gibt mehr Spiele, mehr Studios, mehr Budget, mehr Möglichkeiten, mit Gaming Geld zu verdienen. Und je größer dieser Markt wird, desto größer wird auch das Risiko zu scheitern. Denn heute steckt im Games-Markt viel mehr Geld als vor 40 Jahren. Sowohl beim Marketing als auch in der Entwicklung. Bei Filmen ist die Rechnung noch relativ simpel. Je mehr Geld man am einen Ende in die Hollywood-Maschine reinkippt, desto mehr Geld kommt am anderen Ende auch heraus. Ja, auch teure Filme können ein Reinfall sein,
Aber statistisch gesehen spielen Filme, die mehr als 200 Millionen Dollar gekostet haben, ihr Budget immer ein. Bei Games funktioniert diese Rechnung nicht. Alle paar Jahre bekommen wir den Beweis dafür. Für uns ist das im schlimmsten Fall nervig. Vielleicht regen wir uns auch auf, weil wir ein bisschen Geld und Nerven in den Sand gesetzt haben. Aber mehr nicht. Bei den Menschen, die diese Spiele entwickeln, sieht das wiederum anders aus. Stellt euch vor, ihr arbeitet mehrere Jahre an etwas, an dem euch wirklich was liegt. Ihr müsst Überstunden machen, seht eure Familie kaum und zum Release ist euer Spiel dann ein katastrophaler Misserfolg. Und die Wut, die daraufhin folgt, die bekommt ihr ab. Nicht, weil ihr unbedingt persönlich etwas falsch gemacht hättet, sondern wegen schlechter Managemententscheidungen. Das ist in der Games-Branche oft Realität. Das Missmanagement in den Chefetagen geht zulasten von EntwicklerInnen, dadurch, dass sie in Crunch-Phasen den unrealistischen Erwartungen von Publishern nachjagen müssen oder indem sie zur Zielscheibe eines Shitstorms werden, für den sie nicht einmal direkt verantwortlich sind. Für Studios steht bei jedem Release also eine Menge auf dem Spiel. Deshalb ist Risikomanagement bei der Spieleentwicklung auch ein so wichtiger Faktor. Das ist nichts Neues, das war auch schon in den 80ern so. Neu ist, dass die Fallhöhe so groß geworden ist. Wenn es nicht klappt, sind die riesigen Geldsummen und die investierte Arbeitszeit umsonst. Und je größer diese Fallhöhe ist, desto weniger sind Studios bereit, Risiken einzugehen. Das ist auch einer der Gründe, warum sich Games von Waren hin zu Dienstleistungen entwickeln. Stichwort Games as a Service. Du hast nicht genug Spaß mit deinem Spiel? Dann kauf dir doch diesen Season Pass oder diesen Prinzessinnen-Skin für dein Pferd. Klar, macht ja auch Sinn. Games-as-a-Service-Modelle sollen sicherstellen, dass Spiele nicht nur zum Release, sondern über eine längere Zeit Geld abwerfen. Sie sollen das immer größer werdende finanzielle Risiko auffangen. Zumindest zum Teil, denn zur Wahrheit gehört auch, dass Ingame-Shops und alles drumherum schon lange zur größten Einnahmequelle für Unternehmen geworden ist. Allein der Ultimate-Team-Modus spielt knapp ein Drittel des gesamten Jahresumsatzes von EA ein. Seit der Einführung von Games-as-a-Service-Modellen ist der Marktwert des Unternehmens von 4 auf 33 Milliarden Dollar gewachsen. Hier geht es nicht mehr darum, genug Geld zu haben, um an anderer Stelle mehr Innovation zu ermöglichen. Das ist ganz klar Profitgier. Was dahinter steckt, ist der nie endende Wunsch nach Wachstum. Und genau das macht sich in Spielen bemerkbar. Für die großen Player müssen Games nicht innovativ sein, sondern sich in erster Linie gut verkaufen. Und durch diese Brille betrachtet, macht es natürlich Sinn, auf Nummer sicher zu gehen und lieber keine großen Experimente einzugehen. Aber dadurch werden Games auch immer eindimensionaler. Sie werden gleicher. Sie bedienen sich so lange der immer selben Spielelemente, bis sie sich nicht mehr zu Geld machen lassen. Und wenn der eine Trend nicht mehr genug Geld einspielt, dann geht es auf zum nächsten. Kreative Freiräume werden so zu Risikofaktoren, die man unter Kontrolle bringen muss. Dabei waren Games ja immer schon beides. Zum einen Teil Kommerz, zum anderen Teil Kultur. Und zwischen diesen Bereichen herrscht auch ein konstantes Spannungsverhältnis. Dasselbe sehen wir seit Jahren im Kino oder auch in der Musik. Worüber wir uns aber nie Sorgen machen müssen, ist, dass die eine Seite Überhand nimmt. Dass es abseits von Superheldenfilmen nichts anderes mehr im Kino gibt. Oder dass Musik nur noch aus Coverversionen alter Songs besteht. Filme und Musik sind Kulturgüter. Und deswegen gibt es auch immer wieder abseits des Mainstreams Neues. Bei Games allerdings ist das nicht überall so klar. Denn die Diskussion, ob Games überhaupt ein Kulturgut sein können, die wird zum Teil immer noch geführt. Seit 2008 ist Gaming zwar Teil des Deutschen Kulturrats, aber eine Games-Förderung gibt es erst seit 2 Jahren. Und erst letztes Jahr wurde die Förderung kurzzeitig ausgesetzt von Games-Minister Robert Habeck. Mit dem Regierungsantritt bin ich auch Minister für Gamescom. Bis der Druck am Ende doch zu groß war und es grünes Licht gab. Unabhängig von all diesen Diskussionen sind Games nun mal ein Kulturgut. Weil sie mehr sind als nur Unterhaltung. Sie lassen uns spielerisch lernen, sie lassen uns nachdenken über die Welt, in der wir leben. Durch Games können wir ganz neue Perspektiven einnehmen und dadurch werden sie auch zum Austragungsort von gesellschaftlichen Diskursen. Games sind Treffpunkte, Orte des Wettstreits und für viele Menschen weltweit eine Leidenschaft, die sie ihr ganzes Leben lang begleitet. Aber dass Games all das weiterhin sein können, ist keine Selbstverständlichkeit. Denn das Gleichgewicht zwischen Kultur und Kommerz könnte kippen. Wenn Games nur noch als reine Wirtschaftsobjekte verstanden werden und wir Games nur noch produzieren, damit sie so viel Geld wie möglich einbringen, dann schlittern wir in eine Zukunft, in der Videospiele ihre kulturelle Bedeutung verlieren. Wir müssen uns also fragen, wie bewahren wir Games als Kulturgut? In seinem Buch Capitalist Realism beschreibt der Kulturwissenschaftler Mark Fisher auf der allerersten Seite eine Szene aus dem Film Children of Men. Die Hauptfigur, gespielt von Clive Owen, kommt in ein Gebäude, ein Regierungsgebäude, wenn man so will,
in dem allerlei berühmte Kunstwerke gesammelt werden. In Children of Man ist das Schicksal der Menschen besiegelt, denn seit 18 Jahren ist kein Kind mehr auf die Welt gekommen. Die Menschheit droht daraufhin auszusterben. Inmitten dieser Kunstsammlung stellt der Charakter von Clive Owen fast beiläufig eine ziemlich wichtige Frage. Welche Bedeutung hat all das noch? Was bringt es, diese Kunstwerke aufzubewahren, wenn es niemanden mehr gibt, der sie sehen wird? Weißt du wieso, Theo? Weil ich einfach nicht darüber nachdenke. Auch wenn das nach nicht besonders viel klingt, steckt in dieser Antwort doch eine ganze Menge drin. Vor allem offenbart sie einen Automatismus. Die Bewahrung des Wertvollen, ohne zu hinterfragen, warum oder für wen es überhaupt wertvoll sein soll. Und viel wichtiger, woraus sich dieser Wert überhaupt zusammensetzt. Eines der Kunstwerke, das in der Szene prominent an der Wand platziert ist, ist Picassos Guernica, sein vielleicht bekanntestes Gemälde. Im Film spielt das Bild keine besonders große Rolle, niemand scheint so richtig wahrzunehmen, dass es überhaupt da ist. Dabei ist es ziemlich bedeutend. Das Bild ist 1937 entstanden, als direkte Antwort auf einen brutalen Luftangriff der Nazis auf Guernica, die heilige Stadt der Basken im Norden von Spanien. Ich glaube, man muss jetzt kein Kunsthistoriker sein, um sagen zu können, dass dieses Bild vor allem symbolischen Wert hat. Es ist ein Zeichen gegen Krieg und Zerstörung und ein Mahnmal an die Schrecken des Faschismus. Das alles findet im Film aber nicht statt. Stattdessen hängt es einfach so an der Wand, als Dekoration. Denn spätere Generationen erinnern kann das Bild nicht mehr. Die Aufbewahrung wird dann nur noch zum reinen Selbstzweck. Die Zukunft hält nichts mehr für die Menschen bereit. Was bleibt also übrig, außer sich an der Vergangenheit festzuklammern? Die Frage, die der Film damit aufwirft und die Mark Fisher in seinem Buch auch stellt, ist: Was passiert, wenn junge Generationen nichts Neues mehr zur Welt beitragen können? Wie lange kann eine Kultur überhaupt bestehen, ohne sich zu erneuern? Was Mark Fisher mit Hilfe des Films versucht zu beschreiben, ist der Capitalist Realism. Sein Argument ist: Der Kapitalismus als System und die dahinterstehende Verwertungslogik ist heute überall präsent. Sie ist zu einer allumfassenden Realität geworden, die unseren Blick auf die Welt formt und die wir scheinbar nicht mehr verändern können. Wir haben dieses System so sehr verinnerlicht, dass wir uns keine Alternativen mehr vorstellen können. Wir können uns vorstellen, wie der Meeresspiegel steigt, wie der Planet in nuklearem Chaos versinkt, aber eine Welt ohne Kapitalismus? Und durch diese Brille entfremden wir uns von Kulturgütern. Sie werden reduziert zu Waren, die nur noch den Zweck haben, Profit zu generieren. Und genau wie die Menschen in Children of Man, verlieren auch wir langsam den Blick für die Zukunft. Weil uns eine Perspektive fehlt. Und auch wir klammern uns fest an die Vergangenheit. Hier beschreibt zum Beispiel ein Investor, wie sich sein Wunschgame auf der Blockchain im Jahr 2030 spielt. Und jede einzelne Mechanik, die er erwähnt, gibt es heute schon seit Jahren. Und nicht nur bei Blockchain, sondern auch bei Blockbustern ist das Anknüpfen an alte Erfolge schon lange zum Leitbild geworden. Man könnte sagen, dass die unsichtbare Hand des Marktes auch bei der Entwicklung von Games seine Finger im Spiel hat. Wenn die Aufgabe der Spielmechanik darin besteht, den Inhalt des Spiels bestmöglich zu unterstützen, für den Spieler lesbar zu machen und dabei nicht zu viel Ungewissheit in die Produktion einzubringen, dann ist die einfachste Antwort auf die Frage, was machen wir eigentlich mit unserem Design? Einfach kopieren, was eh schon funktioniert. Gewinnoptimierung war schon immer Teil von Spielentwicklung. Arcade-Games sollten Geld abwerfen. Also waren sie so programmiert, dass sich das Einwerfen von Münzen lohnt und gut anfühlt. Seitdem haben sich Games aber weiterentwickelt. Von reinen Unterhaltungsautomaten zu vielfältigen Spielerlebnissen. Spiele sind heute politischer. Sie setzen sich mit ernsten Themen auseinander und kommen auch abseits der Unterhaltungsbranche immer mehr zum Einsatz. Bei den großen Spieleproduktionen geht der Trend aber nicht hin zu mehr Vielfalt, sondern zu immer konservativeren Designentscheidungen. Open-World-Spiele fühlen sich für mich alle gleich an. Und das ist auch gewollt. Denn so weiß der Kunde, was er am Ende bekommt. Und nur noch darum geht's. Es geht nicht mehr um echte Innovation, sondern um Vermarktbarkeit. Neue Ideen sind ein Risiko, das niemand heute mehr eingehen will. Dadurch wird die Vergangenheit zur Messlatte, der alle blind nachjagen. In einer Welt, in der altbewährtes der Maßstab ist, wie soll es da noch Fortschritt geben? Eine Spielindustrie, die das verinnerlicht, macht sich selbst als Kulturgut unbedeutend. Das merken wir auch daran, wie wir über Games reden und denken. Alles dreht sich um Geld.
Wir wollen wissen, ob sich die 60, 70 oder 80 Euro für das Spiel lohnen, wie viele Stunden Spielspaß wir für unser Geld bekommen. Spielejournalismus, gerade in Deutschland, besteht zu einem großen Teil daraus, Spiele wie Produkte zu behandeln, Kaufberatung zu betreiben. Und auch wenn in der Politik über Games gesprochen wird, geht es spätestens im zweiten Satz darum, wie viel Geld der Markt abwerfen kann. Computer- und Videospiele sind als Kulturgut, als Innovationsmotor und als Wirtschaftsfaktor von allergrößter Bedeutung. Dass Games und vor allem AAA-Games schon immer Kommerz waren, sieht man auch am Namen. Der kommt schließlich aus dem Finanzwesen. Das Problem ist aber, dass eine Games-Landschaft, die sich nur noch von der Marktlogik treiben lässt, kaum noch Platz für etwas anderes lässt. Spiele werden technisch immer anspruchsvoller, Entwicklungskosten schießen in die Höhe, die Profitgier wächst und der Markt bläht sich immer weiter auf. Indie-Studios können in diesem Setting oft nicht mehr konkurrieren. Dabei sind sie die Geburtsstätte neuer, kreativer Ideen. Was, wenn das unkontrolliert so weitergeht? Wie lange kann die Gaming-Kultur überhaupt noch bestehen, ohne sich wirklich zu erneuern? Dass es gefühlt kaum noch neue Spiele gibt, ist nicht nur ein Grund, über den man sich gut in einem Video aufregen kann, sondern ein Symptom. Ein Symptom, dass der Capitalist Realism vielleicht real ist. Die Überzeugung, dass es neben Gewinnorientierung keine Alternativen mehr gibt. Und deshalb hängen wir fest im ewigen Limbo der Spielentwicklung. Weil wir ständig zurück wollen. Remakes, Remaster, Reboots und sogar Sequels sind ein Zeichen dafür, dass wir nicht bereit sind, loszulassen. Wir stecken in dieser Zeitschleife fest, weil wir uns wie in Children of Man scheinbar keine andere Zukunft mehr vorstellen können. Also suchen wir in der Vergangenheit nach Orientierung. Das Ergebnis ist eine Armee frankensteinartiger Spiele, die nicht mehr sind als eine Sammlung von Versatzstücken vergangener Erfolge. Vielleicht klingt das für den einen oder anderen auch übertrieben. Dann sind Spiele eben durchkommerzialisiert. So what? Niemand würde Spiele entwickeln, wenn man damit kein Geld verdienen könnte. Und dass im Games-Markt noch immer Goldgräberstimmung herrscht, hat auch etwas Gutes. Wie schnell sich Spiele vom charmanten Pixelbrei zu dem hier entwickelt haben, ist auch ein Ergebnis der Kommerzialisierung. Aber ist das alles? Ist die Zukunft von Games wirklich, dass wir alte Spiele irgendwann in 8K spielen können? Dabei gibt es doch Alternativen. Gamesförderung zum Beispiel. Aber keine, die doch nur wieder die gleichen AAA-Titel produziert, sondern eine, die Spielentwicklung von der Wirtschaft entkoppelt und dadurch Studios ermöglicht, Dinge auszuprobieren. Damit Spiele entstehen können, die sonst vielleicht niemand machen würde. Wir haben uns alle so lange dafür eingesetzt, dass Gaming ernst genommen wird, als Kulturgut anerkannt. Und jetzt, wo das passiert ist, wollen wir zurück? Regen uns darüber auf, warum Spiele politisch sind? Warum sie nicht einfach nur Spaß machen? Was wollen wir eigentlich? Dass wir in dieser Zeitschleife feststecken, liegt deshalb auch an uns. Wir tragen das System mit, wir kaufen die Spiele, springen von Blockbuster zu Blockbuster. Statt uns darüber aufzuregen, dass das neue Assassin's Creed für den Vollpreis aber ganz schön wenig anders macht als der Vorgänger, könnten wir auch Indie-Games eine Chance geben. Und wenn wir Indie-Spiele stärken, müssen auch Blockbuster sich wieder neu erfinden. Und versteht mich nicht falsch, ich bin genauso Teil davon. Ich liebe AAA-Spiele und spiele viel zu wenig Indie-Titel. Ich reg mich auf über Remakes und spiele sie aber trotzdem. Ich bin genauso dafür verantwortlich, dass wir in dieser Zeitschleife feststecken und sich die Maschine immer und immer weiter dreht, ohne Ende in Sicht. Vielleicht müssen wir zurück zum Anfang. Warum gibt es kaum noch neue Games? Die Antwort ist nicht, dass es an Ideen mangelt, sondern dass sich das Neue einfach immer weniger lohnt. Wenn wir aus der Zeitschleife ausbrechen wollen, müssen wir das ändern. Yo, hallo zusammen. Ich dachte, ich melde mich noch mal ganz kurz zu Wort, denn dieses Video hat ja dann doch jetzt ein bisschen länger gedauert, bis ich es rausbringen konnte. Habe ich mir auch anders vorgestellt. Ich dachte, ich kann viel früher ein Video hochladen. Hat leider erst jetzt geklappt, weil ich ganz viele Dinge nochmal umstellen musste. Und ihr werdet festgestellt haben, dass ich noch was anderes umgestellt habe, nämlich den Namen dieses Kanals. Also Video Game Essays Deutsch war eigentlich immer nur ein Platzhalter. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit schon nach einem neuen Namen gesucht. Und ich glaube, dass ich jetzt einen gefunden habe, wo ich zumindest finde, dass er besser passt und vielleicht auch ein bisschen
einfacher ist, um gefunden zu werden. Das habe ich mir nämlich jetzt auch auf die Fahne geschrieben, dass ich gerne möchte, dass dieser Kanal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und daher die Namensänderung. Und wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, dass dieser Kanal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, die Glocke aktiviert. Ihr kennt das Spiel. Und worüber ich mich auch freue, ist, wenn ihr Leute kennt, bei denen ihr sagt, hey, die würden sich vielleicht für meine Videos interessieren, dann schickt sie doch gerne in diese Richtung. Würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Danke, dass ihr auf jeden Fall auch dieses Video geschaut habt und bis zum nächsten Mal.